So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ja, im letzten Part haben wir ein bisschen wieder Relikte gesammelt. Wir haben schon lange nichts mehr anderes gemacht, das weiß ich. Aber heute geht es auch erstmal mit Relikten weiter und der Testeinheit aber. Warum das markiert, sollte markiert sein. Ist nämlich viel sinnvoller, wenn wir da jetzt nämlich zuerst hinfahren. Danach zu dem anderen und danach die Testeinheit machen. Denke ich jetzt halt mal. Bum, bum. Wir haben ja schon eigentlich voll viele Punkte gehabt bei, oder wir haben viele Punkte schon gehabt bei Uplay. Au. Und diese Punkte, die sind auch noch da. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die wir mehr machen könnten. Zum Beispiel mal schauen, ob da oben ein Gleiter ist. Dass wir dann gediegen darüber düsen können. Hier oben ist auf jeden Fall noch irgendwas. Achso, da waren wir ja schon. Da war auch ein Gleiter. War da nicht etwa ein Gleiter? Aha. Sprungschanze. Was treiben wir denn hier? Alter, Müllsucher. So, das ist ein Reh. Ich meine mich erinnern zu können, dass hier oben ein Gleiter wäre. Ja, da haben wir doch. Dann lass uns mal wieder dahin laufen. Hauptsache ich renne jetzt wirklich ernsthaft wegen so einem scheiß Gleiter. 500 Kilometer weg von unserem eigentlichen Ziel. Ach Mensch, Flashy. Will doch keiner sehen. Ne, will es halt echt, glaube ich, keiner. Aber ich will fliegen. Ich will fliegen. Wartet mal, da drinnen waren wir noch gar nicht. Was, da sind wir dann gestorben. Ah, gut, dass wir jetzt da zufällig hergekommen sind. Weil wir gestorben sind, als wir hier runtergesprungen sind. Obwohl es nicht hoch ist. Oder? Naja. Okay, ist doch ein bisschen höher. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Boah, ich hab schon gedacht, der schafft's nicht. Also das ist heftig, Leute. Das ist heftig. Boah. Ihr hört auch, wie ich immer wie ein bekloppter Tastendrück. Achso, da kann ich durchlaufen. Das war jetzt eigentlich echt nur Zufall. Hallo. Letztes Relikt nehmen. Erfolg. Das 1x1 der Archäologie. Ja. Schön. Jetzt haben wir nämlich die Hälfte aller verfügbaren Relikte. So, jetzt müssen wir nur hier rausfinden, wieder aus der scheinbar recht großen Höhle. Ja, da haben wir es doch schon geschafft. So. Wo sind wir denn jetzt? Fuck. Oh Mann. 500 Meter schon weg vom Ziel. Ja, nichtsdestotrotz muss ich jetzt halt natürlich wieder da hochlaufen und mir dort den Gleiter holen, wenn der da oben überhaupt ist. Ach, wenn das uns so da drin passiert wäre, da wären wir ordentlich drauf gegangen. Ja, da oben ist ein Gleiter. Ach, da ist ein Weg. Na, 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 na. Hallo? So. Wir müssen doch mittlerweile voll den Adonis-Körper haben. So durch das, was wir hier alles laufen und so. Verflucht. Bin wegen einer blöden Kiste jetzt da komplett hochgelaufen. Und habe jetzt keine Chancen, hier weiter hochzukommen. Habe ich das jetzt richtig? Da unten gibt es bestimmt einen Brief.
Da ist auch Testeinheit. Hier ist ja dein Gleiter. Hier, direkt da. Aber vielleicht da, da. Nee. Ist eigentlich schon eine Frechheit, oder? Ja. Ach so, Pfeilwut zu pflücken. Na gut, bevor ich jetzt hier noch Stunden rumstehe. Fuck. Glück gehabt. So. Ja. Also. Ich brauche einen Gleiter, dass ich da möglichst gut rüberkomme. Mann! Jesus. Okay, muss jetzt erzählen. Ja, jetzt sind wir doch relativ nah beim Gleiter, bitte. Jo, da vorne links. Da ist erstmal noch eine Truhe, die ich mitgehen lassen werde. Scheinbar lasse ich die nicht mitgehen, da hier noch eine Höhle ist. Ach so, jetzt sitzen wir hier. Wartet mal, wo ist das? Da ist das. Dann nehme ich aber lieber diesen Gleiter. Scheint mir lustiger zu sein. Was ist sehr gelb? Ich finde es einfach immer zu krass, wie du keinerlei Geschwindigkeit aufbaust. Scheiße, ist noch voll weit. Ja, das wird ein knapper Flug. Er wird ein verdammt knapper Flug. Ich visiere jetzt mal hier links diese freie Fläche an. So, oh, die ist doch nicht so frei. Das baut sich jetzt halt hier Stück für Stück auf alles. Oh, ist das Wasser geil. Da kriege ich wieder richtig Bock auf Urlaub. Und wieder ein Relikt. Das lohnt sich mit, das sind voll der Trophäensammler. Da liegt 61 von 120. Okay, jetzt geht's zur Testmission. Aber erstmal versuchen wir hier geradeaus drüber. Au. Okay, ist nichts. Gut, wir müssen jetzt hier geradeaus hoch. Einfach, dass wir auf der Straße sind. Ja, untersuche Bad Town. Ich mache nichts anderes. Ey, es sieht so aus, als hätten wir das Auto hier geparkt. Okay, nicht ganz. Nee, ich soll nicht so viele Tiere überfahren. Die können auch nichts dafür. Oh, die Karre, die ist die geilste im Spiel. Und das mit Abstand. Okay, auch wenn ich nicht so toll mit der umgehe. Ist das hier Rackyard? Ja. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja. Hier. Nee, da will ich nicht hin. Testeinheit. Was sind das eigentlich für ganzen Anzeigen im Auto? Ach, das hier ist Drehzahlmesser links, das ist km/h, so. Willst du eine Race oder was? Boah. Beschummel doch, der zieht den Nitro oder so. Windschatten und dann vorbei. Rechts überholen, perfekt gemacht. Jetzt müssen wir, boah, links hoch. Ja, hallo, ich bin da. Huh. Ah, da. Brief. Okay, wie gibt's denn hier? Brief haben jetzt auch die Hälfte schon. Und da gibt's wieder keine Trophy dafür. Trophäe, wie auch immer. Kiste. Und dann geht's hier rein schon.
Okay. Interagieren. Also man soll ja hier drin eigentlich mit leerem Geldbeutel rein, habe ich gehört. Wie viel Geld haben wir dabei? Ja, knapp 4.500. Schaut es euch an. Geht's schon los. Da werden wir auf jeden Fall nach kürzester Zeit die 5.000 erreicht haben. Ich weiß halt nur nicht, mit welchem Sinn ich das jetzt überhaupt sammle. Dass ich mich dann wieder ärgere, dass überall rumsteht, ja, das und das, das kann nicht aufgehoben werden, weil zu wenig Kohle, ja, zu viel Kohle. Aber ehrlich gesagt, ich will auch nicht alles nehmen, nicht alles einfach liegen lassen. Okay, da unten ist halt, ups, echt nichts. Die Waffe sieht aus wie die von Black Ops 2, die Vector. Oder heißt die Vector? PWD? Keine Ahnung, wieso heißt die, glaube ich. Ups. Da glitzt und klimpert's. Und schau mal, da gibt's auch vom so viel. Da gibt's halt nochmal 1 Dollar, 8 Dollar, 3 Dollar. Da gibt's halt gleich mal 20 und so. Schauen wir uns mal da unten um. Ich habe so das Gefühl, hier sind keine Piraten. Also ich kenne die Mission jetzt nicht. Nicht so, dass du jetzt denkst, gell? Aber ich habe halt so das Gefühl, weil hier so viel Geld rumliegt und alles. Also 5.000 haben wir jetzt schon. Sehr wieder ruhig. Oh oh. Oh oh fuck. Oh shit, du behinderter Hund. Fuck dich. Alter, weg. Alter, was sind das für tollwütige Viecher? Oh süß. Armer Hund, ich glaube hier Testeinheit bedeutet so viel wie, dass die Tierversuche hier gemacht haben. Bist du jetzt mal ruhig? Finde einen Weg, das Labor zu verlassen. Geld. Ja, und da gibt's, oh, erstaunlicherweise Geld. Klirr, klirr, klirr. Ich weiß gar nicht, warum es hier so gar so viel gibt. Ach, ich könnte mal Spritzen herstellen. Da habe ich in letzter Zeit ja ziemlich viele gebraucht. Ja, ich bräuchte auch wieder Pflanzen dazu. So, wenn da einer ist, wird es nicht der letzte gewesen sein. Okay, scheinbar hier schon. Rosa Handschellen. Diese rosa Handschellen, ey. Checkpoint erreicht. Okay, du magst mir schon mal nichts, das ist gut. Sieht leicht krank aus hier. Da waren die Chinesen also auch schon. Okay. Ich bin aufgeregt. Von daher keinerlei Soundatmosphäre ist.
sieht es aus wie eine AK, nicht wirklich, gell? Immer wenn das hier so blutrot aufblinkt. Dieses Zeichen finde ich cool. Armen Viecher. Die hatten nicht gerade ein cooles Leben, glaube ich. Okay, der Kerl auch nicht. Aber Hauptsache hier geht Licht und alles, also. Ich muss sagen. Das wird eine Schlange. Oder irgendwas anderes, was relativ unerwünscht ist. Hört ihr das? Ich krieg hier langsam ein bisschen. Bin ich jetzt halt einmal wegen eiskalt. So, die Schlange hat es jetzt definitiv nicht überlebt. Okay. Mist. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt schon draußen sind. Da. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mal ruhig sein soll und euch mit der Atmosphäre alleine lassen soll. Was war das? Habt ihr es gesehen? Da ist gerade ein Soldat reingeflogen. Und ich nehme die, ich bleib bei der. Obwohl, nehmen wir mal die kleinen. Wenn hier ein Medikit rumliegt. Sag mal. Sterbt jetzt mal da drin. Sicherungskasten oder was? Wir könnten jetzt halt hier häuten, häuten, häuten und dann nochmal häuten. Upsala. So, da draußen ist nichts mehr, oder? Um da um die Ecke rum auch nichts. Gibt es keine Ecke. Okay, dann los da rein. Der Raum ist mit giftigen Gasen gefüllt. Raus hier, raus hier. Lauf, lauf, lauf! Verdammt, lauf, Jason, lauf und spring! Lauf, lauf, was das Zeug hält. Huh, Checkpoint erreicht. Ich denke, jetzt sind wir wieder draußen. Erfolg, Testeinheit. Yeehaw! Sehr nice. Ah, die Mission hat sich irgendwie mods cool geändert noch, finde ich, von dem langweiligen Sammelgeld. 2000 XP, Mann, wie nice, geil. Nimm da nicht mal an. Würde ich auch mal sagen. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen an der Stelle hier einen Break für heute. Was wir im nächsten Part machen, wollt ihr wissen, ja, also dann erstmal diesen hier erobern, dann diesen erobern, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Ja, das werden die nächsten zwei Parts sein. Und danach Monkey See, Monkey Boom. Komm dann.
Auf jeden Fall, ja, und danach geht dann wieder Hauptmission endgültig weiter und dann für immer. Also dann ewig lang, bis wir auf jeden Fall auf die nächste Insel kommen. Weil hier hinten ist die Insel. Das müsste die Insel sein. Hier müsste die beginnen, so, hier irgendwo. Nehme ich an. Und dann geht's wieder richtig vorwärts. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall mal fürs Zusehen. Wünsche euch viel einen schönen Tag. Macht's gut. Und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fleschi. Ciao.